So, dann brechen wir mal ins Allerheiligste ein. Hell yeah. Was macht ihr denn hier? Ups. Bleibt, wo ihr seid. Die Mutter wird sich um euch kümmern. Wer ist denn die Mutter? Ich werde euch alle umbringen, bevor ich mich hier von euch festhalten lasse. Hier ist sie. Daran. Ich bin schon weg. Was soll das denn? Entschuldigung. Ich habe mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Was? Was ist denn die Strafe? Normalerweise ein schneller Tod. Hä? Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Und, wozu ist das denn gut, bitteschön? Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Dibella. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Nö. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Oh. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Wenn ihr euch dorthin begebt und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Ich werde Buße tun. Wo ist das Dorf? Wir glauben, dass Kartwasten der Ort in unserer Vision ist. Nun beeilt euch. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Also gut. Ich finde das okay. Also wir sollten... Ah, okay. Also sollten das mit diesem... Das kam mir eh schon ein bisschen blöd vor mit diesem Stehlen. Also sollten wir... Waren wir da letzten Endes... Was braucht ihr, Augenweide? Hm? Ah, ich bin eine Augenweide. Boah, wenn das mal nur mehr Frauen zu mir sagen würden. Das gefällt mir. Hallöchen, Augenweide. So, und wo ist jetzt Kartwasten? Da ist Kartwasten. So, das ist dann der Nähe, Schrein von Perite. Bitte, gehen wir da mal hin, gell? Na, kleiner Scherz. Oh, das ist so ein Maß Bier, gell? Aber man kann danach noch Auto fahren, nach zwei Maß Bier. Wie sagt der bayerische Ministerpräsident. Au. Und ich kann nach zwei Maß Bier auch noch Let's Playen. Haha. Ah! Du geh! Bam! Okay, das war vielleicht ein bisschen überzogen, aber auch nur ein bisschen. So, Kartwasten, ich komme. Ich habe mir einfach meine Dibella-Statue weggenommen, die ich gerade so schön geklaut habe. Woher weiß der nicht, dass ich die gestohlen habe? Die haben mich doch gar nicht gesehen. So. Na super. Okay, und wo ist jetzt dieses Mädel? Enmons Haus. Kartwarsten Saal. Okay. Boah, hoffentlich killt jetzt dieser Drache nicht. Oh, komm ey. Ist nicht euer Ernst. Waffen. Vielleicht hilft die Waffe ja was gegen das Viech. Na, immerhin ist es kein verehrter Drache. Und auch kein alter Drache. Also Leute, dann haben wir halt hier noch einen Dragonfight mit drin. Ich hoffe, das macht euch jetzt nichts aus.
Jawohl, der absorbiert gut. Jetzt hat er einen absorbierenden Stand. Ah, sogar die Ziege kämpft mit. Okay, ich würde mal sagen, Dremora-Fist beschwören. Und, was wir jetzt noch machen. Was wir noch zusätzlich machen, ist nämlich folgendes. So, Schreie. Durnevir. Durnevir. Ah, warum bin ich jetzt in Durnevir drin? Ah! Lass mich raus, Durnevir. So. Dann macht hier mal Beachfight. Ich kontrolliere unterdessen mal wieder die Macht des Feuers. So, gut, die Drachen machen jetzt hier Fighty Fighty. Wie seid ihr doch, dass ich euch finde? Bist denn du überhaupt? Achso. Mein Sturnevir, mach doch mal was. Ja, stimmt, meine Zwergensphäre kann ja mit Bolzen schießen. So, das ist jetzt Durnevir. Wer ist denn Arthur jetzt auf einmal? Euer Tod bringt mir Ehre. Warum sind denn die jetzt alle gegen mich? Das geht mir mal so auf den Sack. Das versaut mir jetzt wahrscheinlich wieder die ganze Mission. Überhaupt gar keinen Schaden. Greift er mich jetzt an? Ja, natürlich greift er mich jetzt an. Hey, es ist doch wieder zum Kotzen, weißt du? Echt, also es kann auch nicht mal was irgendwie... Geh jetzt einfach in die scheiß Mine rein, ganz ehrlich. Kloppt euch doch da oben. Vielleicht ist ja das Mädel auch hier drin. Was sagt denn der? Finde das künftige Orakel von Libella. Ja. Also wir wissen, es muss weiblich sein und es muss ein Mädchen sein. Gut, Mädchen wird hier immer ein bisschen, ja... hübsch ausgeschmückt, sagen wir es mal so. Also in der Mine, glaube ich, ist es schon mal nicht. Was recht bitter ist, weil damit wäre unsere Mission ja eigentlich schon erfüllt. Wahrscheinlich tötet jetzt unterdessen der Drache das Mädel. Und dann kann ich den letzten Speicherpunkt laden und nochmal gegen diesen verkackten Drachen kämpfen. Es ist doch mal wieder zum Kotzen. Und alles nur, weil meine Zwergensphäre gemeint hat... Beziehungsweise... Okay, ich bekomme keinen Bounty Increase. Das bedeutet also... Ich hätte die sogar angreifen müssen, sehe ich das richtig? Er hat eine alte Mordpistole, wo immer er die her hat, der Atar. So. Na gut, sonst sind hier alle friedlich. Wenn die Abgeschworenen nicht so ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Oh je,
Darüber sprecht ihr besser mit Enmon. Enmon. Aber immerhin habe ich jetzt wieder einen Questmarker bekommen. Hallo, Enmon. Ihr seid nicht von hier und wir müssen nicht miteinander reden. Doch müssen wir. Ich suche nämlich ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Verdammt, Mann. Wollt ihr euren Spott mit uns treiben? Wovon redet ihr? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Das erklärt natürlich alles. Wohin haben sie denn gebracht? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Ich möchte nur... Hey, eure Tochter ist das Orakel von Libella. Sie? Wirklich? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markarth. Ich komme mit euch. Wir retten sie gemeinsam. Vielen Dank. So. Wo muss ich da jetzt hin? Nicht weit laufen, hoffe ich. So, dann habe ich jetzt 3 Begleiter. Das wird ja immer cooler. Bin gespannt, ob ich mir jetzt dann noch meine Private Army hier aufmachen kann. Also ich muss ja da hoch, ne? Für diesen Turm. Achso. Ich dachte jetzt erst so, was ist denn das? Geht weiter. Geht. Gefangenen befreien! Was? Ihr seid tot. Ich glaube, ich habe mich dann doch ein bisschen übernommen in dieser ganzen Sache. Ich würde mal sagen... Schön. Ich werde euch sehen. So eine schicke Elfenrüstung wäre doch eigentlich was Schönes zum Verzaubern. Eieiei, das hätte jetzt auch schief gehen können, aber so können wir immerhin alles schön leveln. Ah, Blutsaugen. Das hat ja wirklich super geklappt, den Gefangenen zu befreien. Was haben sie jetzt eigentlich mit dem anderen Typen hier gemacht, mit der Robe? Liegt doch jetzt auch irgendwo tot rum, oder? So. Den Rest kannst du behalten, du Spacko. Nun gut, denn weiter im Text. Wieder ein paar Talmor erschlagen. Wie gesagt, ich kann ja diese Hochelfen-Altmeri-Schwuchteln überhaupt nicht leiden. Deswegen muss jeder Hochelf, der wie ein Talmor aussieht, getötet werden. Macht Sinn, Leute, ne? Seht ihr genauso. Gut, dann sind wir uns ja einig. Oh. Ah, ja, das machst du fertig. Ich spende noch den Ralf dazu. Ich glaube, ich muss mal für unsere Verbündeten das Sammeln machen hier. So, und irgendwo ist ein Gegner.
Jawohl, jetzt gehen wir da rein, Leute. Zu fünfte. Ich komme mir schon fast vor wie bei SWAT. Da! Bam! So, who's next? Okay, sammeln, Leute.